Ich habe hier eine BS1H. Wer genau zuhört und Panasonic kennt, der weiß, es gibt eine S1H. Das B am Anfang steht für Box Style und man sieht es auch, es ist eine quadratisch praktisch gute Kamera und die haben wir heute im Praxiseinsatz. Ich sag willkommen bei Videoaktiv und wir legen direkt los. Wer die S1H kennt, weiß, es ist eine Vollformatkamera und wer das B kennt, der weiß, dass bei Panasonic es eine BGH1 gibt, die letztlich eine GH5S in Box-Style-Format ist, sprich Micro Four Third. Das Gehäuse der BGH1 und der BS1H, das ist wirklich schwierig so auszusprechen, die sind nahezu identisch, einen kleinen Millimeter mehr Tiefe und ein paar Tasten mehr. Wir zerlegen hier tatsächlich auf einem Setup, wo wir gerade drehen und ich sag mal im Moment gerade mehr warten wie eigentlich filmen. Da zerlegen wir jetzt mal das, was uns heute im Drehalltag schon aufgefallen ist. Wir zeigen euch Aufnahmen und damit fangen wir einfach mal direkt an. Box-Style. Vorteil natürlich, ganz klar, Rigging. Ja. In den Kamerakäfig einbauen oder hier aufs Gimbal draufsetzen. Was wir ganz gut hingekriegt haben. Haben wir super gemacht, denke ich auch. Nur, wo natürlich Licht ist, ist auch immer Schatten. Mhm. Und ob es viel Schatten ist, ist jetzt die Frage. Also ich persönlich muss ja gestehen, so sieht es noch sehr kompakt aus alles. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da noch ein Licht drauf bammelt, dann oder sehen wir hier schon. Es jetzt einfach mal genau, rum. Genau, dann bammelt hier jetzt ein Shinobi-Monitor. Dann und haben wir hier ein Kabel, das hier rumbammelt. Mit dem wir auch schon kräftig gekämpft haben, weil ja, das Kabel auch immer wieder eine Behinderung ist und mal geht so rum, mal so rum. Also beim Einschalten müssen wir mehr oder weniger jedes Mal das Kabel wieder lösen und wieder neu einstecken. Also so ganz realistisch betrachtet, es ist doch nicht ganz einfach und da haben wir tatsächlich... Dann ist doch die Frage jetzt, auch wenn die Kamera kompakt ist, dass sie ja wirklich ist, ist das Ganze denn dann auch praktikabel? Weil ich meine, die Kompaktheit, sobald ich sie aufrigge, ist ja quasi eigentlich dann wieder dahin. Naja, jetzt muss man halt einfach sagen, jetzt nehmen wir den echten Vergleich, die S1H, die uns gerade filmt. Und die S1H, die ist halt doch um einiges größer. Und am Ende packe ich dieselben Optiken drauf und am Ende packe ich die genauso auf dieses Gimbal drauf. Und dann muss ich sagen, hier muss man wuchten, mit der S1H muss man noch mehr wuchten. Insofern sage ich mal, Box-Style hat seine Vorteile. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich unbedingt mit einem Gimbal drehen möchte, dann ist diese Konstruktion auf jeden Fall kompakter und praktikabler. Und nicht zuletzt auch noch gesagt, wenn ich sie so verwende wie die S1H jetzt im Moment, die in einem Käfig drin ist, dann ist immer noch der Vorteil der, dass ich hier genauso dann meinen Monitor mit anpacken kann und so weiter. Das ist immer noch ein Stückchen kompakter, immer noch ein Stückchen, klar, ein bisschen modularer, sage ich jetzt einfach mal. Und ich persönlich sehe da durchaus ganz große Chancen für eben spezielle Setups. Und nicht zuletzt sei hiermit mal gesagt, Box-Style ist auch immer ein Konzept, das auch in ein Studio passt. Bedienung. Wir haben es gerade schon erwähnt, so Integration in den Gimbal. Ein Problem bei der Kamera ist tatsächlich ein bisschen der Akku, den wir im Moment gerade nur als das dicke Format haben. Wir haben auch einen Akku, der weniger auskragt, dann ist schon besser. Das eigentliche Bedienungsproblem, und ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, die jetzt im Moment mit der Kamera gearbeitet haben, ist am Ende die Tasten, die relativ wenig Haptik haben und es hat kein Display dran. Das heißt, ich kann noch nicht mal für die paar wenigen Einstellungen, die ich machen muss, Blende, was weiß ich, mal eben ins richtige Niveau reinbringen, irgendwas an der Kamera einstellen. Die Tasten hier vorne sind nicht beschriftet, sind individuell belegbar, aber das Problem ist natürlich, sich zu merken bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tasten, ob welche Taste da jetzt was ist. Also ganz ehrlich, bei der Vielzahl an Kameras, die wir verwenden, ist ein bisschen natürlich unser Problem, ist es in jedem Fall mal etwas schwierig. Ich finde jedoch, dass irgendwie schon eine Nummer auf einer Taste eine Hilfe wäre, oder nicht?
Definitiv. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, das hast du mir vorher gesagt, dieses Drehrädchen da oben, das entspricht ja dem Bedienkonzept von der S1H. Ja. Also das ist quasi ein Vorteil, oder? Wenn man damit dann direkt klarkommt und sich nicht umgewöhnen muss. Auch das Menü ist völlig, wirklich 100% identisch. Bedeutet natürlich auch Dual Native ISO. Ja. Bedeutet auch, dass man durchs Menü so sauber durchkommt. Und bedeutet letztendlich auch, dass auf den Zubehörschuh der XLR1 Adapter, sprich der optionale XLR-Anschluss, oben drauf passt, was dann von der Bedienung, gerade Aussteuerung, Ton, wieder ein Vorteil ist. Zum Bedienkonzept gehört natürlich immer auch dazu, dass so eine Boxstyle-Kamera etwas mehr Modularität mitbringt, wie es jetzt eine S1H mitbringt. Entsprechend hat die Kamera hier hinten SDI-Anschlüsse und Timecode- und Genlog-Anschluss. Passt hervorragend in eine Studioumgebung. Wie gesagt, 12 Kameras kann ich gleichzeitig auch steuern über die Tether-Software und es gibt eine LAN-Schnittstelle. Insofern eigentlich alles dran, was man so braucht, dass es HDMI gibt, habt ihr selber schon gesehen. Eigentlich wirklich ein rundes Konzept, passend in die Modularität zwischen Reportage und Studio und Schulterkamera und was einem sonst noch so alles einfällt, wo man einfach eine Kamera integrieren kann. Da, wo wenig Platz ist, hat natürlich Boxstyle ebenfalls sein Zuhause. Joachim, du hast ja jetzt viel zu den Anschlüssen gesagt. Ich habe da aber gesehen, die BS1H, die speichert auf 2 Speicherkarten. Ja, genau. 2x SD-Karte, damit auch das günstigste Speichermedium am Markt. Funktioniert hervorragend bis 200 Megabit in der Sekunde. Und man kann sie beide parallel beschreiben, wie wir das tatsächlich in der Regel immer machen, weil man weiß nie, eine Speicherkarte kann auch mal kaputt gehen. Wer mehr Speicherplatz braucht, kann es aber auch zum Endlos-Recording verwenden. Insofern passt es ganz gut und wenn man jetzt den Vergleich macht zur Z-Cam, das ist das letzte Video, das wir gerade gemacht haben, gerade letzte Woche erschienen, findet ihr da oben in der Ecke. Die hat nur ein Speicherkartenslot und das auch noch der teurere C-Fast, allerdings auch der schnellere. Schärfe und Bildqualität. Zum Thema Schärfe, wichtigstes Thema natürlich, wir haben es ja gerade auf dem Gimbal drauf, der Autofokus. Wie gut sind der Autofokus, Joachim? Ja, ist natürlich immer auch abhängig von der Optik, die wir verwendet haben. Wir haben jetzt das probiert mit der Sigma, der 2470. Wir haben es aber auch mit der Panasonic Standardoptik versucht. Und tatsächlich gibt es da schon Unterschiede. Wobei ich dazu sagen muss, so prinzipiell ist der Panasonic Autofokus deutlich besser geworden. Das Niveau, das wir sonst so kennen, haben wir noch nicht erreicht. Das muss man einfach mal jetzt so sagen. Also er funktioniert nicht immer. Wenn er funktioniert, dann ist er gut. Also er kennt Augen, er kennt Gesicht und stellt auch manchmal, nicht immer, darauf scharf. Verfolgen auch ganz gut. Es ist eigentlich insgesamt langsamer. Ja. Das kann man so sagen. Jetzt muss man dazu sagen, deine Erfahrung ist in erster Linie die S1H, mit der du jeden Tag arbeitest. Genau. Und da muss man jetzt einfach sagen, Unterschied zur BS1H nicht vorhanden. Auf gut Deutsch ist völlig identisch. Im Grunde, Innenleben ist dasselbe. Ist dasselbe Innenleben und entsprechend Autofokus genauso. Der Autofokus ist tatsächlich, muss man einfach jetzt fairer halber sagen, deutlich besser geworden, aber er hat halt einfach noch nicht die Top-Niveau erreicht, das wir von anderen Herstellern kennen. Genau. So, und das probieren wir jetzt doch direkt mal aus, indem ich jetzt rübergehe zum Philipp. Und damit habe ich die Person gewechselt. Und ich finde jetzt tatsächlich so im Praxistest, würde ich sagen, funktioniert es erstaunlich gut. Und jetzt genau eben nicht mehr, denn die Person wird immer noch erkannt. Scharf war es meiner Meinung nach jetzt nicht mehr. Und tatsächlich ist das ja gar nicht so einfach. Und wenn ich jetzt zu dir rübergehe, dann erkennt sofort dein Gesicht und stellt auch scharf. Und die Katze ist unscharf. Aber leider bist du jetzt auch unscharf. Schreibt uns, was findet ihr an der Kamera gut, was vielleicht nicht so gut. Wie steht ihr überhaupt zu dem Konzept Boxstyle-Kameras? Ist ja jetzt nicht jedermanns Sache. Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Wir freuen uns und wir antworten euch. Ja, dann haben wir noch ein Thema, nämlich irgendwie die Dynamik. Und das Thema haben wir jetzt eigentlich heute ganz gut gehabt. Wir haben heute blödes Regenwetter gehabt. Gerade haben wir Sonnenschein. Gleich kommt wieder die nächste Wolke. Ja, ihr seht es ja auch direkt in der Aufnahme. Es ist immer wieder, schiebt sich eine Wolke vor die Sonne oder eben nicht. Und genau das könnt ihr jetzt selber an den Aufnahmen sehen. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt,
dann muss ich jetzt in dem Moment verweisen auf die nächste Ausgabe der Videoaktiv. Da werden wir noch mehr wissen. Die Aufnahmen, die wir jetzt gerade gemacht haben, die müssen wir selber erstmal auswerten. Genau. Und dann sehen wir weiter. Die Dynamik erwarten wir eigentlich. Also von der S1H sind wir eine sehr gute Dynamik gewohnt. Genau, muss man einfach so sagen. Wir erwarten jetzt nichts anderes. Genau. Aktuelle Videoaktiv, die findet ihr natürlich am Kiosk und nicht zuletzt natürlich bei uns im Shop, versandkostenfrei und natürlich auch als PDF. Und dann brauchen wir, wie immer, natürlich ein Like auf das Video und ein Abo auf unserem Kanal. Und aktiviert auch das Glöckchen, weil sonst erfahrt ihr halt nicht, wenn wir ein neues Video hochladen. Und das wäre natürlich schade. Ein Thema haben wir noch und das ist die ISO. ISO-Reihe, wie immer bei der ISO-Reihe, lassen wir die Bilder sprechen, überzeugt euch selbst. Es ist im Grunde genau dasselbe wie bei der S1H, aber seht einfach selbst. Ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Damit kriegt ihr schon mal einen Daumen hoch von mir. Der Daumen hoch für uns, den habt ihr vorhin schon gesetzt. Den Abo habt ihr auf unserem Kanal, das habt ihr natürlich auch schon. Und dann bleibt mir jetzt nicht mehr viel wie bis zum nächsten Tschüss, Mal. Tschüss, macht's gut. Bis nächsten Donnerstag.